Ups. Okay. Es braucht nur eine Runde, um zu explodieren. Okay. Und die Gute summt erstmal. Wie passend. Ich glaube, unser Gutes... Ich glaube, der hat sich erledigt. Hier, ich hätte ihm vielleicht doch die Schriftrolle geben sollen. Wie geht's in seinem Beutelchen? Wir brennen, glaube ich, gerade sowieso. Das heißt, das macht jetzt nicht so einen Riesenunterschied. Unsichtbarkeit. Seil und Messer. Ja, Dude, ich würde sagen, blöd gelaufen. Oh, da liegt noch eine Fackel. Noch irgendwas Sinnvolles hier? Nee. Nicht so? Ja, gut, dann, schmeiße ich vielleicht nochmal Spurten an. So. Hey. Und lauf mal hier wieder raus. Das hat keiner gesehen. Keiner hat das gesehen. Achso. Rundenbasierten Modus, glaube ich, auch gerade kurz verlassen. Wanna dance? Ja, ja. Nee, du, ich möchte eigentlich gerade nicht unbedingt tanzen. So. Haben wir es geschafft? Ja. Ja, gut. Die paar wenigen Lebenspunkte. So. Müsste sie nicht eigentlich leuchten? Lieber Gale. Balin? Gesund schaut er nimmer aus. Weiß nicht, die Körperhaltung, die Farbe. Ich glaube, dem geht's nimmer so gut. Weil der Chat jetzt gerade gefragt hat, ob er noch lebt. Ich würde es mal als Nein bezeichnen. So. Leuchtest du wieder? Jetzt leuchtest du wieder. Ist hier überall Asche. Jetzt bin ich doch mal neugierig, ob hier noch irgendwas Sinnvolles rumfliegt. Jetzt, wo ihr alles weg ist. Vielleicht noch irgendwas Sinnvolles? Nö. Kann ich euch mitnehmen? Oh. Was ist denn hier? Hm, what's that? Was? Ach so, das ist nur ein Erdhaufen. Okay, den können wir gleich noch ausgraben. Ach so, oh. Wir laufen ja gar nicht mit ihr rum. Was haben wir denn hier? Hm. Okay. Scheinbar sind das irgendwelche... Steinchen. Oh, dann nehmen wir die doch mal mit. Was auch immer wir daraus machen können. Ölbecher? Bisschen Licht? Es ist ein Ölbecher. Muss ich mir nachher mal in Ruhe anschauen. Wir haben hier aber sonst, glaube ich, gerade nichts mehr. Okay. Außer natürlich einen Erdhaufen. Da gibt es so einen einfachen Weg hin, was? Ja. Yeah. Ich glaube, so einfach war er dann doch nicht. Ja, ich habe es einfach nur mal wieder verkackt. Ganz einfach. Es passiert mir ja tatsächlich öfters mal. Hey, aber hey, dafür sind ja super sinnvolle Dinge. Ist hier hinten noch irgendwas? Hm, oh, okay, ist eine Sackgasse. Jetzt ist die Frage, gehen wir zuerst zur Frau und... Sagen ihr das? Wobei, wir müssen ja eh dann irgendwann wieder zurück, ne? Marching. Mein Gott, ist das hier dunkel? Sag jetzt nicht, das ist dieses Erdloch da oben. Nee, ist nichts, was wir mitnehmen können. Okay. Oh, yeah, yeah. Mal wieder richtig gerade hinsetzen. Zumindest einigermaßen gerade, soweit es geht. So. Ich hoffe, man hört mich noch. Ja, ich würde sagen, man hört mich noch. Passt.
So. Dann wollen wir doch mal sehen. Wir hatten doch hier gerade eben noch ein paar Freunde. Oh mein Gott. Ich glaube, da runterfallen ist auch nicht so gesund. Okay. Und das Viech hier ist da runtergelaufen. Da läuft auch noch der Minotaure rum. Ich würde sagen, wir versuchen mal den Minotauren vielleicht zu überraschen. Quiet. Ne? Mal rundenbasiert an. So. Kann ich Spurt anmachen? So, die war noch geschleiert. Ach, das ist kein Minotaure. Ich hätte vielleicht gleich drauf schießen sollen. Wobei. This'll help. Und jetzt bräuchte ich was zum Anzünden. Und das mache ich nicht gerade noch schnell. Wo seid ihr eigentlich da oben? Das sind beide. Okay. Liebes Kerlchen. Aber ihr zwei seid ja noch hier hinten. Ihr seid ja alle noch hier hinten. Ups. So, kommt mal hier rüber. Achso, ihr seid dann aus dem Ding rausgegangen. Okay, okay, okay. Geht mal hierher. Ganz, ganz vorsichtig. So ist fein. So, du bist noch im Kampf. Bin ich das so weit geschmissen? Ja. So, das probieren. Kritischer Fehlschlag. Das ist mir ja wurscht. Denn... Was passiert, wenn ich jetzt... ihn anzünde. Okay, es gab zumindest ein bisschen Zusatzschaden. Also ungefähr auch das, was ich... Achso. Ach, das sind drei. Okay, okay, okay. So, dann kriegst du auch was drauf. Sehr schön. Du, werte Lady. Wie kannst du helfen? Vielleicht untersuchen wir die Herrschaften mal was. Oh. Gut, Dunkelheit können sie sehen. Mehrfachangriff liegend. Der Hakenschrecken kann einen Mehrfachangriff ausführen, wenn das Ziel umgestoßen wurde. Wir dürfen uns nicht umstoßen lassen, okay. Aber wir können sie zum Lachen bringen. Okay. Warum auch immer nicht, ne? Lachende Schrecken. Wir können aber, ganz wichtig, Schild des Glaubens. Kriegst du erstmal. So. Und damit bist du auch im Kampf. So, Karlach kann gerade nichts mehr machen. Spurten. Was tut ihr da? Ah, oh. Na yay. Was bist du denn? Philro der Vergessene. Hypnotische Muster. Okay. Humanoid. Ein Jaw. Okay. Gut. Yay. Feenblut. Dunkelsicht empfinde ich gegenüber Sonne. Okay. Heißt das auch, dass der gegen Gleißend ein Problem hat? Muss man gleich mal ausprobieren. Dann hat die Lady vielleicht noch ein paar mehr Vorteile gegen den Herrn. So.
Nachteil. Ah, nicht genügend Bewegungsradius. Ach Gott, da oben läuft ja noch einer rum. Kann ich? Cool. Okay, das ist nice. Was ist das hier? Bedroht. Okay, gut. Ihr zwei seid... Ach, ihr seid alle gleichzeitig dran. Okay, okay. So weit, so sinnvoll. Macht das hier... richtig. Bedroht, höhere Position, brennt. Ist aber... Es macht keinen Unterschied, ne? Ah, du bewegst dich dann aber aus der Reichweite raus und kriegst erstmal einen Angriff. Dann versuchen wir dich dahin vielleicht erstmal umzumachen. Wow. Gut, das hat jetzt nicht ganz so gut funktioniert. Du oder ein Verbündeter könnt nicht zum Ziel gegnerischer Angriffe werden, bis sie ihre... Oder zu Flächenzauber können euch dennoch Schaden zufügen. Ah, wer hat denn am wenigsten Lebenspunkte? Das ist unser lieber Gale. Spirituelle Waffe. Die haben eh keine... Ja, 5 bis 12. Die haben alle 5 bis 12, oder? Macht jetzt nicht so einen Riesenunterschied. Nee. Nachdem die keinen weiteren Schaden irgendwie durch bestimmte Arten von Waffen haben, ist das, glaube ich, gerade egal, was wir dafür nehmen. Ja, das macht keinen Unterschied. Wen nehmen wir denn? Ich möchte mal ein Schwert haben, bitte. So. Darfst du schon angreifen? Nein, erst in der nächsten Runde. Okay. So, dann bist du soweit fertig. Du bist auch soweit fertig. Okay. Provoziert Gegenangriff. Das würde sich aber gerade anbieten. Ich nehme meistens das Schwert oder den Hammer, wenn der Gegner nicht bluten kann. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob diese Viecher bluten können. Ah, das da unten brennt noch. Dann würde ich sagen... Bluten lassen, 7 bis 20. 7 bis 20 und Feuer. Ja, machen wir erstmal das hier. So. Dann... Okay, du kommst mal hinterher. Du hast... Läufst du durchs Feuer? Ja, okay. Shit. Nicht nur unsere sind so doof. Spiegelbilder. Ja, das ist... Okay. Oh. Entschuldigung, liebe Lady. Die beiden stehen da gerade so schön beieinander. Ich bleibe damit in der gleichen Reichweite von dem Herrn. Lauf nur um drumherum. Okay. Hat zumindest ein bisschen funktioniert. Nahkampfangriff. Ich kann einen zweiten Angriff machen. Pixen wir eben. Hopp. Nein, hat immer einen Schaden gemacht. Das ist nicht schlecht. Er hat was genuckelt. Also von dem her. So. Jetzt würde ich... Bei Gleisen komme ich da hinten noch nicht hin. Ne? Das ist, glaube ich, noch ein Stückchen... zu weit weg. Die göttliche Führung bringt uns jetzt gerade nicht so viel. Hab ich eigentlich einen Selbstheiler oder muss ich einen allgemeinen Heiler nehmen? Ich vermute mal, dass ich den allgemeinen nehmen muss. Dann heile ich mal bitte selber. Einmal Selbstheilung. So, Zug beenden. Na, kommt hoch. Damit Karlach richtig auf euch draufhauen kann. So. Das läuft braverweise immer noch. Sehr schön. Wir können mal ausprobieren, ob du bluten kannst. Ja. Der Gute kann bluten. Sehr schön. Oh, du hast ja auch noch einen Angriff. Ah. Okay.
Gut, das hat jetzt nicht ganz so gut funktioniert. Okay, du kannst jetzt aber auch gerade nichts mehr machen. Es wird langsam mit den Kämpfen. Ich komme so langsam rein, wie das Ganze funktioniert. Au. Ja, Gail sollte sich da gleich vielleicht mal wegbewegen. Ja, das ist okay. Okay, ihr drei seid bei einem Zug. Wenn ich jetzt hier drum gehe, tut er mir nichts. Kann ich springen? Nee, ich muss zuerst... Wo ist es denn? Bin schon wieder blind. Einmal Rückzug als Aktion. Ach ja, du hast ja nicht so viel Stärke. Ich glaube, mit Sprinten kommst du dann vermutlich besser klar. Weil du dann nämlich hier hinten hingehst. So. Bisschen außer Reichweite, ohne dass sie hoffentlich springen. War vielleicht ein bisschen verschwendet mit dem Sprint. Das ist aber okay. So, du hier. Sie haben keine wirkliche Schwäche, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Im Bewegungsradius bringt uns jetzt auch nicht mehr so viel. Was gibt es denn an Vertrauten? Vertraute Katze kann mit Miau ablenken. Beschwöre einen Krampfvertrauten, der Gegner mit seinem zermalmenden Griff verlangsamen kann. Ein Frosch. Buffotoxin auf Gift. Auf. Okay. Giftiges Vieh. Ein Ratten für infektiös. Was haben wir hier? Ein Rabe kann blenden. Beschwört einen Spinnenvertrauten mit giftigem Biss. Okay. Ich glaube, das möchte ich mal ausprobieren. Probieren wir es mal mit einer. Macht das wird dieser beim höheren Grad so hat dies keinen zusätzlichen. Okay. Du kriegst auch einen Kumpel. So. Und. Ja, wenn ich aus der Reichweite springe, kriege ich ja eins auf den Deckel, ne? Wobei Gail. Es geht ja noch. Gail geht ja noch gerade. So. Was kannst du jetzt Sinnvolles tun? Ich habe keine Zauberplätze mehr, Stufe 1. Oh, Resistenz. Mache ein Zähler resistenter gegen Zaubereffekte und Zustand. Ah, das bringt uns jetzt gerade nicht ganz so viel. Heilige Flamme. Dann probieren wir es doch mal. Kann ich das als Stufe 2? 70, 70, 70. Probieren wir es mal bei ihm hier. Oh. Das war nice. Das war definitiv nice. Okay. Haben wir vielleicht noch irgendeine kleine Möglichkeit, wie wir noch etwas tun können? Jetzt gerade so weit nicht. Okay. Können wir eine weitere Waffe beschwören oder wird die andere dann dadurch beseitigt? Ich will jetzt den Stufenplatz hier nicht verschwenden. Na, ich probiere es vielleicht lieber nicht aus. Ja, hi. Oh. Okay, so viel dazu, Karlach. Wir haben rücksichtslosen Angriff. Zauberwirken blockiert. Warum ist Zauberwirken blockiert? Ich habe doch die olle Ding nicht mehr dabei. Oder hast du irgendeinen Effekt, der das verhindert? Vorzeitig. Ich bin jetzt gerade nicht 100% sicher. Okay, das funktioniert natürlich nicht. Dann im Vorteil einmal oben drauf, bitte. Okay. Ach so, hier drüben sind ja auch noch Sachen. Kampfrausch beenden. Sportbonusaktion. Ach so, dann kann ich wieder nach oben laufen. Aber dann haut der hier mit mich hier, ja. Ja. Machen erstmal den hier unten platt. Ah, das gute Blutung 1. Ah, hier, im Vorteil. Oh. Blinkendes Geschoss. Okay, gut. Das
Das Ding macht, glaube ich, einfach nicht genügend Schaden, um durch die Rüstung durchzukommen. Kann das sein? Hm. Oh. Ouch. Okay. Alleine jetzt hat die Ratte sich schon gelohnt. Definitiv. So. Kriegen wir den da drüben? Das... Okay, noch 8 Runden diese ollen Spiegelbilder. Bringt das dir was gegenüber? Nicht so wirklich. 70% Wahrscheinlichkeit, dass es trifft. Wie schaut es hier noch aus? 55. Dann brennenden Pfeil auch 55. Das heißt eigentlich durchbohrender Schlag 75. Provoziert Gegenangriff. Versuchen wir ihn einfach mal zu pieksen. Sehr schön. Das hat geklappt. Ja, hi, Luca. Ja, ich kümmere mich gleich drum. Du kriegst in 20 Minuten Essen. So. Kann ich dich damit auch pieksen? Nur ein bisschen steady. 2 Punkte hat ganz knapp nicht gereicht. Naja. So, aber... Das müsste reichen. Sehr schön. Das hat schon mal funktioniert. So, du, liebe Lady, darfst jetzt einmal eine Runde heilen. Einmal als Bonusaktion, Stufe 2. Wer hat am wenigsten? Du. Oh, die sind alle. Blutung. Dann kriegst du erstmal ein bisschen was an Leben wieder zugeflößt. So. Ja, Karlach. Das mit dem Zauberwirken blockieren verstehe ich jetzt nicht ganz so sehr, weil den Sporending, also diese Blume habe ich eigentlich ins Lager geschickt. Du hast nur noch 4 Lebenspunkte. 70% Wahrscheinlichkeit. Und dann noch gar nicht drauf. Oh, kritischer Treffer. Sehr schön. Okay. Schauen wir einmal ganz kurz in die Tasche rein. Haken als chemistische Zutat. Ah, ich habe keine Aktion, um es mitzunehmen. Ist okay. Dann machen wir das nach dem Kampf. Aber. Heading out. Hi, ich möchte mit dir auf Tuchfühlung gehen, Junge. Na, ein bisschen kuscheln. So. Das Ding kann 6 Meter weit fliegen. Bewegungsradius nicht genügend. Okay. Nicht genügend Platz. Okay. Okay. Das Rädchen schläft noch. Was ist... Ach du meine Güte, da unten. Aha. Weiß gar nicht, was du meinst. Gut. Das, was ihr zu dritt hier hinbekommt. Können wir hier vielleicht ein einfaches Gift? Überziehe deine Waffe mit Gift. Säurepfeil macht leider eine Wolke. Nekrotisch. 6 bis 16. Probieren wir doch einfach mal den hier aus. Gut, das hat jetzt nicht ganz so gut funktioniert. Kann ich dich vielleicht noch ein bisschen stabby-stabby machen? Okay, der Mini-Dolch hat mal voll gesessen. Versuchen wir es einfach mal. Oder 6 bis 15 trifft dafür immer. Oder 3 bis 24. Oh, du bist genau bei 24.
jetzt sonst nichts mehr? Oh, du bist wach geworden. Sehr schön. Sprungbeschwörung aufheben. Was machen wir mit der Ratte? Kannst du hier vielleicht nicht genügend Bewegungsradius? Ja, wobei ich belasse sie vielleicht mal hier als Ablenkungsmanöver. Ja, du, dir geht's nicht ganz so gut. Das habe ich schon bemerkt. Deswegen nimmst du jetzt mal bitte einmal kurz ein Tränkchen. Und danach... Wie mache ich denn das am dümmsten? Erlebnispunkt 24. Resistenz, Rettungswurf. Kann ich das auf mich selber machen? Ja, kann ich. Sehr schön. Okay. Du kannst jetzt aber erstmal ihm hier eine verbratzen. So. Hat denn Rundumschlag ihm jetzt mehr wehgetan? Na gut. Hinterher ist man vermutlich immer schlauer. Du nimmst aber definitiv noch einen Trank. Um zu beenden. Du hier kannst vermutlich nicht genügend... 6 bis 13 macht nicht genügend Schaden. Das heißt, wir lassen das Viech jetzt die eine Runde schlafen und greifen danach mit allen an. So, neue Runde. Astarion. Du sollst etwas richtig schön Bösartiges machen. Irgendwas, was weh tut. Hinterhältiger Angriff. 100%. Das klingt doch nicht schlecht. Sehr gut gemacht. Du machst mit der Waffe mehr Schaden als... Was? Du machst mir den Waffen mehr Schaden als den Zaubertricks. Mit den Waffen mache ich mehr Schaden als mit Zaubertricks, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Korrekt? Ich hoffe es jetzt einfach mal. So, du kriegst auch ein Tränkchen, ganz, ganz wichtig. So, dann kannst du deinen Zug beenden. Du kriegst auch ein Tränkchen. Nur zur Sicherheit, falls hier nochmal einer auftaucht, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob hier noch... Ah, deswegen konnte ich das nicht. Das Ding hat einfach einen riesen Radius. Okay. Hinterher ist man immer schlauer. Okay, ich habe es richtig verstanden. Sehr schön. Hilfe sterbende Charakteren auf oder entferne die Zustände brennt, eingesponnen, gefesselt, liegen, schlafen oder verstrickt. Gut, das bringt uns jetzt gerade nicht ganz so viel. Okay. Habe ich vielleicht hier unten noch irgendwas Sinnvolles? Dunkelsicht, Eismesser. Ja, nee, ich möchte ja Karlach jetzt nicht unbedingt wehtun. Aber ich kann es damit versuchen. Sehr schön. Ich glaube, das Rädchen brauchen wir jetzt gerade. Wobei, sag niemals nie, nicht, dass noch einer dazukommt. Ich habe keine Punkte mehr. So ein Mist. Ich habe halt wirklich jetzt gerade im Kampf sämtliche Zauber aufgebraucht. Ja... Führung. Heilige Flammen, 18 Meter. Gucken. Das sind 18 Meter. Okay, vermutlich bin ich jetzt, das heißt mit... Okay. 1 bis 10, 3 bis 8. 1 bis 8. Nur Flammen oder Bewegung zu 50% eingeschränkt. Ah, probieren wir es einfach mal. Es hat funktioniert, sehr schön. So, liebe Karlach. Du darfst nochmal versuchen, eine reinzunatzen. Gott sei Dank. Oh, da ist auch gleich ein weiteres Siegel. Oh, der hängt jetzt ein bisschen in den Seilen. Gekritzelte Notiz. Lesen. Verstreute Notizen in chaotischer Schrift. Beschütze. Wächter der Adamantschmiede. Aus Magma entstanden, durch Magma zerstört. Heiß. Hammer. Heiß. Hammer. Wo? Darunter ist eine kleine Karte gezeichnet, auf der mehrere X-Markierungen zu sehen sind.
Folgende Worte sind darunter gekritzelt. Lorun weiß Bescheid. Wer auch immer das jetzt ist. Und man kann Healpots werfen, wenn man gut trifft, kriegen alle die Wirkung. Ein Adamantine Forge. Imagine the blades you could produce with that. Ja. And whatever's protecting it can be cracked by a hot hammer. What a story. Okay. Ein stinknormaler Kampfstab. Okay, wir nehmen einfach mal alles mit. Und sammeln hier auch mal alles ein. Ja. Wir haben hier oben ja auch noch ein paar Leichen. Die wollen wir bitte auch einmal looten. Looten, schluten. Loot, 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 loot. Wie so diese Möwen aus Findet Nemo. Meins, meins, meins. Alles meins. So. Okay. Unserer Gatu hier geht's jetzt gerade nicht so gut. Nichtsdestotrotz nimmt Karnach jetzt einmal das Ding damit. Ich hoffe einfach mal, dass da hinten jetzt gerade niemand mehr rumrennt. Das können wir gleich gegenkontrollieren. Ja, ich weiß, ich kann jetzt gerade keine Zauber machen. Ich sehe keine Sichtkringel. Sehr schön. Nichts zu sehen. Der ist leer, du bist auch leer. Das ist sehr schön. Dann aktivieren wir hier das Siegel ganz schnell. Und dann würde ich mich immer ganz kurz ins Lager verziehen. Um mal wieder eine lange Rast durchzuführen, weil Ressourcen dafür haben wir ja definitiv genug. Gerippe? Na, gucken wir mal rein. Ist was Sinnvolles drin? Nö. Okay. Okay. Ja, hallo. Sehr schön. Wir haben Susurbaum. Okay. Naja, ist ja nur ein ganz kleiner Umweg, aber wir bewegen uns, glaube ich, kreismäßig in der richtigen Richtung. Und ja, ich denke, ich werde hier heute Abend nicht fertig. Definitiv nicht. Wo bin ich da bitte schön reingestolpert? Naja, Hauptsache es funktioniert. Ah, ganz wichtig, bevor ich das vergesse. Die gute Blume kommt bitte ins Lager. Vielen Dank. Oh. Balins Rucksack. Was ist denn da drin? Lederfall. Würstchen. Ich glaube, er braucht es nicht mehr. Weiß nicht. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er es nicht mehr braucht. So. Wollen wir mal schauen. Ist hier noch irgendwas? Grippe ist leer. Ach du Schande. Noch ein Haufen. Ja, bevor ich unsere gute Schattenherz umbringe. Machen wir vielleicht, wenn man eine lange Rast. Stellen ihre Zauberpunkte wieder her, aber nicht. Sie hat ja gar keine mehr, ne? Dann sollten wir vielleicht doch zum großen Lager und eine lange Rast machen. So. Ach, Nasenjuck. Ach so, ups. Das müssen wir, glaube ich, nicht machen hier im Lager. Ich hoffe einfach mal, dass wir hier sicher sind. Glaube ich. Oh, will irgendein. Oh, da ist noch einer, der möchte mit uns reden. Wer möchte denn mit uns? Ah, Gail. God, you're cute. Stimmt, da war ja was. Wie geht's dir denn? Oh, bist ein bisschen. Faden? Oh. Wer ist das denn? Hört auf damit, eure Zauber zu ziehen, Mücken an. Ich glaube nicht, dass es hier unten Mücken gibt. Weiß nicht. Oh, ihr habt mich vielleicht erschreckt. Ich war in Gedanken. Mai, you startled me. It's miles away. Alles in Ordnung? Die Gestalt, die ihr beschworen habt, wer ist sie? Ist das? Vermisst ihr sie? Ich bin zu neugierig. Manner of speaking, yes. Was lost in prayer of all things. Mistra, for indeed it was her image I conjured, commands all magic.
Salvation, if such a thing exists, is hers to bestow or withhold. And yet even now, more than I fear losing my own self and soul, I fear losing my command of her art. Magic is my life. I've been in touch with the Weave for as long as I can remember. There's nothing like it. It's like music, genau, Mama Mystra. Poetry, physical beauty, all rolled into one and given expression through the senses. Would you like to experience this? Nein, ich habe kein Interesse an solcher Magie. Ich bin neugierig, definitiv. Ich glaube, da. Now you. Ui, mit was klappt das? Okay. Es macht, glaube ich, nicht die Geste schnell und entschlossen nachahmen. Die Geste langsam so genau wie möglich nachahmen. Die Geste überschwänglich nachahmen. Ich mach's mal mit Bedacht. Oh Gott, 5. Komm, das kriegen wir. Hier, bei solchen Sachen schaffe ich's dann. Ja, Snippy, du kriegst gleich was zu Nompfen. Wir haben einen Erfolg zu verbuchen. Nachher wird sie doch noch Magierin. Da kam ja wirklich was. You feel something strange. Like a kind word and a kind touch at the same time. It's warm and comfortable. Excellent. Now, repeat after me. Athran Mistraril Kantrak Eo. Intelligenz. Die Worte wiederholen langsam und vorsichtig. Arkane Kunst, du spürst Macht in diesen Worten, sie bewusst aussprechen. Mutig und stolz wiederholen. Wir versuchen es nochmal mit der Arkane Kunst. Ja, natürlich, bei sowas funktioniert es dann, ne? Also heute bei Stärke würfen verkacken, aber bei sowas richtig durchziehen, ne, Carla? Ich glaube, wir haben das falsche Berufsfeld, ha? Huh? Suddenly, the scent of rose water and a sense of well-being. A sliver of weave that tastes sweet on the tongue. Very good. Now, I want you to picture in your mind the concept of harmony. As true as you can. Okay, an das Hier und Jetzt denken, diese unerwarteten Augenblicke des Lernens. Okay, Natur. Dir einen Ort des absoluten Friedens vorstellen, fern von allem Leid und Chaos der Zivilisation. Motiv erkennen. Daran denken, wie Mama und Papa in der Küche getanzt haben. Ui, das funktioniert, glaube ich, nicht ganz so gut. Versuchen, eine vertraute Melodie zu summen. Geschichte oder Natur? Am Ende macht es vermutlich nicht ganz so viel Unterschied, weil mehr als verkacken können wir es nicht. Okay. You see, or is it sense, the presence of a woman? The woman who hovered over Gale's palm. There's something like the anticipation of a kiss, then the pleasure of being cloaked in peace. You are safe. You are nestled in the cup of Mistra's hand. You did it! You're channeling the weave! How does it feel? Magisch, sinnlich, gar mühelos. Ihr seid ein wunderbarer Lehrer. Boah. Cool, irgendwas muss er richtig gemacht haben, so mühelos wie das ging. Oh, I know. Gern geschehen.
The weave connects you. The moment feels intimate. Oh. Okay, den Moment festhalten. Es ist eine gute Nacht für Intimitäten. Befriedigendes Ende eines wundersamen Ereignisses. Es ist Zeit loszulassen. Du bist nicht in Stimmung, gell? So nah zu sein. Das Gewebe loslassen. Ach du Schande. Ich wollte eigentlich zuerst mit Astarion was anfangen. You realize the weave is making you one. You have but to imagine your desire. Ich hoffe, er verbrennt sich jetzt nicht. Will know it. Ach, das passiert nur in ihren Köpfen. Das kriegt keiner mit. Gemeinsames Kopfkino. Okay. Dir vorstellen, ihn zu küssen. Erst sanft, dann leidenschaftlich. Zweitens, dir einen romantischen Spaziergang mit Gale vorstellen. Hand in Hand. Oder drittens an ein herzhaftes Mahl mit Gale denken. Jede Menge Speisen und Freundschaft zwischen euch. Erstmal Friendzone. Wir vorstellen, ihm in den Magen zu treten. Dir seinen abgetrennten Kopf auf einem Pfahl vorstellen. Okay. Also Friendzone schön und gut, aber... Wir gehen's mal langsam an. I didn't think. You perceive quickfire gusts of embarrassment, trepidation, and finally, elation. Sorry, I wasn't expecting. But it is a pleasant image, to be sure. Most pleasant, in fact. Most welcome. The weave evaporates. And as it does so, you realize the night feels suddenly cold and lonesome. Oh. There it goes. How easily things slip away from us, no matter how hard they were in the obtaining. Good night. I enjoyed sharing a moment of magic with you. Oh, dein Stream war tot. Dann hast du diesen wunderschönen Moment nicht mitgekriegt, wo sie, Karlach die Barbarin, die heute schon einen Stärkewurf komplett in Sand gesetzt hat, gerade magische Begabung gezeigt hat. Nee, no, Knut. Ich bin mit ihm spazieren gegangen. Weil ich mir noch ein bisschen unsicher bin, aber... Ja. Ich bin mit ihm romantisch spazieren gegangen. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass wenn ich jemanden küsse, der dann plötzlich in Flammen aufgeht. So, wie geht's dir, Will, inzwischen? Well met. Na? Okay. Bei dir gibt's gerade nichts Neues. Sehr schön. Und bei den anderen? Okay, mit der beschworenen Ratte kann ich nicht reden. Schade. Kann ich hier eigentlich Sachen einsammeln? Nö, ne? Nö. Okay. Wäre schön, so eine unendliche Ressource hier zu haben. So, die beiden Herrschaften hier. Weil eigentlich möchte ich lieber mit Astarion. Das ist auch so magisch wie Hausstaub, okay. Ja, scheinbar ist Karlach ein bisschen magischer als Hausstaub hier. Wie genau wird man zum Vampir? Ich bin ein bisschen neugierig heute. Just find a vampire that will drink your blood and turn you into a vampire spawn. Their obedient puppet. In theory, the next step is to drink their blood. Once you've done that, you're free. And a true vampire. Wir beißen einen, so, einen also und man beißt sie. Theoretisch. People think the biggest threat to a vampire is a cleric with a stake. It's not. The biggest threat to a vampire is another vampire. They're scheming, paranoid, power-hungry beasts. So why would any vampire give up control over a spawn to create a competitor? Trust me,
It doesn't happen. Wait, heißt das, dass er auch nicht frei ist? Das lese ich jetzt gerade so draus. Wenn das niemals passiert... Why do you insist on exhuming the past? I was a slave. A vampire spawn. Kept by the Tsar family. Perhaps I still am. I was never able to resist their commands. But now... I've been conveniently lost. They won't ever control me again. Okay. Hat dieses Würmchen ihn befreit? Das ist jetzt einfach mal eine Theorie von mir. Wenn das Würmchen weg ist, nicht, dass er dann wieder in die Gefangenschaft reinrutscht. Ah, ganz kurz hier. Der bleiche Elf. Wir erfuhren, dass Astarion ein Sklave. Er konnte sich ihren Befehlen nicht widersetzen und glaubt, dass dem immer noch so sei. Okay. Tochter der Dunkelheit, das hatten wir, glaube ich, gerade. Genau. Hat mit dem Artefakt hantiert. Und wir haben... Wird von Wächtern bewacht, der Magma und einem gewissen heißen Hammer gegenüber empfindlich ist. Das ist aber nicht das Ding, was wir vorher gefunden haben, oder? Das wäre cool, wenn wir die schon gefunden haben. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, ob da... Ja, Balen ist gestorben. Wir sollten es Deris wissen lassen. Ja. Ja. Ups. Upsi-bupsi. Shit happens. Okay, was haben... Achso, das ist nur abgeschlossene Quests. Die blenden wir vielleicht mal aus. Okay. Die war uns sehr dankbar. Ja. Und hat uns Dinge erzählt. In ein Heilmittel, das ist immer noch... ja. Ich hoffe mal, die Flüchtlinge... überleben das, bis wir mal irgendwann da in den nächsten Jahren da ankommen. Okay. Schattenherz, du wirst mir langsam ein bisschen sympathischer. Traveling with company, if you ignore all the less pleasant aspects. Ja, die Diskussion hatten wir schon mal. Ihr verschweigt mir etwas. Will über alles reden, was uns widerfahren ist. Das hatten wir schon gerade eben. Na komm. I don't know what you mean. Mag sie uns denn schon genug, dass wir das machen können? Fragen wir mal. It's nothing, really. Okay. Überzeugen, einschüchtern mit Baba. Sagt mir, was ihr... Ich glaube, dann mag sie uns weniger. Ich probiere es mit dem Oh, Würfel anpassen? Ui. Cool. Aber ich kann nicht mehr abbrechen, ne? Ja. Das musste ja schief gehen. Ich glaube auch 18 schaffe ich nicht. What makes you think I'm hiding anything? If I have something to share, I'll let you know. Okay. Okay, okay. Ich glaube, sie mag uns. Ich habe den Feuerroten, okay. Wie bekommt man andere Würfel? Ich vermute mal, durch die Special Edition könnte man welche kriegen. Kann das sein? Oh ja. Chat braucht immer einen Moment, bis er antwortet. So. Haben wir mit Lazelle irgendwas zu bequatschen? Nee, ich glaube nicht. So, was nehmen wir denn heute? Nixon-Whisky. Mit einer fetten Orange. Ein Barlor-Bier. Okay. Ein bisschen Käse zu dem Wein. Was haben wir hier noch rumfliegen? Was ist das? Gegrilltes Rote Rippchen.
Das Aussprechen von manchen Sachen ist aber auch Zungenbrecher. Was kredenzen wir noch? Ein bisschen Fisch? Noch irgendwas? Eulen... Ach so, das ist das Eulenbärenei. Okay. Ein bisschen Pilz dazu. Oh. Irgendwas mit 1? Nee, ne? 5, 3... Ich glaube, das geht nicht. Oder? Okay, dann saufen wir uns halt noch ein bisschen die Hucke voll. Wir haben es verdient. Oh. Okay. Keine seltsamen Träume. Die Ratte ist ja immer noch da. Aha. Kann ich ihn dann stattdessen... Oh, I have the magic touch. Vertrauten. Ist halt nicht ganz so hilfreich. Blenden, Spidey. Stufe 1, macht das einen Unterschied? Nee, hat keine zusätzlichen Vorteile. So. Ach, oh. Tot. Okay, gut. So kann man es auch bezeichnen. Nett. Don't burn yourself. Ja, das hatte ich ehrlich gesagt nicht vor, mich zu verbrennen. Ich darf den einfach nur nicht streicheln. Unterhalten kann ich mich aber leider auch nicht mit dem. Schade. Das wäre cool gewesen. So. Wir haben mit allen geredet. Das heißt, wir verlassen das Lager jetzt wieder. Und schauen uns weiter um. Wo sind wir denn? Wir sind hier. Okay, da sind die Eindringlinge. Das heißt, wir müssen irgendwo in die Richtung. Okay. Okay, okay. Das dürfte... Mal gucken, liegt hier irgendwas Sinniges? Kann man den Baum noch irgendwie untersuchen? Nee, okay. Oh, doch, kann man. Ich bin neugierig. Erlebe, Leute, einmal bitte den Baum hochkraxeln. Ach du Schande. Hier sind noch mehr Ebenen davon. Ich werde mich so gnadenlos verlaufen. Oh mein Gott. Okay. Wir können hier rüberlaufen. Oh, nein, ich möchte keine Markierung setzen. Okay. Das bringt uns gerade aber nicht ganz so viel, wenn ich das richtig sehe. Außer wir können da rüberklettern. So, nach dem Motto, dass wir jemanden überraschen können. Wir wollen ja da unten hin jetzt erstmal. Aber ich glaube, das macht nicht... Nee, es macht, glaube ich, nicht so viel Unterschied. Hey, good looking. Okay. Das heißt, wir können... Oh! Etwas finden. Ja, ja. Wir packen das Ding wieder ins Lager. Ins Lager senden. Oh, da sind Gnome. Oh, oh. Hallo, liebe Leute. Zerfledderte Schriftrolle. Mal gucken, was da Schönes drin steht. Ups. So. Wollen wir doch mal sehen. Lesen. Eine unfertige Beschwörungsschriftrolle, auf der Bissspuren und Geifer zu sehen sind. Einige Worte lassen sich noch entziffern. Magma, Magma... Okay. Da hat jemand versucht, Magma zu beschwören. Vermutlich, um zur Schmiede zu gelangen. Okay. Lucky!
Halbgefressener. Karotten. Die hatten wir heute auch lecker in der Suppe. Mit Kartoffeln, aber nicht mit Kohl. Und ich nehme mit. So, was haben wir hier noch? Ein Schlafsack. Ein Jutesack. Mal gucken, ob hier was Sinnvolles drin ist oder was Informatives. Handtücher. Diese Handtücher verströmen jeden schwachen, gräulichen Geruch, den jeder alte Stoff an sich zu haben scheint, nach dem Staub von Mottenflügeln. Ich glaube, das können wir da liegen lassen. Fisch. Fisch, Fisch, Fisch. Den nehmen wir mit. Okay. Es scheint hier oben nicht wirklich was zu sein. Okay. Nee, nix. Okay, das hat jetzt nicht ganz so viel gebracht, wie ich eigentlich gehofft hatte. Das eigentlich können wir ja auch wieder runterklettern. Oder ist da vorne noch irgendwo was? Nur noch so eine Blüte. Okay. Dann klettern wir hier. Wo sind wir hochgeklettert? Hier sind wir hochgeklettert. Das heißt, wenn wir hier hindrücken, müssten wir da auch wieder runterklettern. Genau, passt. Ach so. Oh, okay. Wir hätten auch da runterklettern können. Ups. Okay. Andere Würfel gibt es auch mit der Deluxe Edition. Da sieht man, dass ich sie nicht habe. Vielleicht besorge ich sie mir noch. Ich bin ganz ehrlich, das Spiel ist es mir tatsächlich wert. Schweine. Warum liegt da eine Schweinelende? Ah, vielleicht sollten wir dem Blut einfach folgen. Dann kriegen wir vermutlich die Erklärung, warum da eine Schweinelende liegt. Lecker. Schön mit Erde paniert. Oh, hier kann man wieder hochklettern. Mal hochschauen. Das lohnt sich nicht wirklich. Okay. Ein bisschen Sport am Morgen. Woher haben wir morgen? Hier unten kann man, glaube ich, nicht feststellen, was für eine Tages- oder Nachtzeit wir haben, oder? Vermute ich jetzt einfach mal. So. Ist hier irgendetwas? Vielleicht eine Sackgasse? Hi, Luca. Ja, du kriegst gleich was. Ich habe dich nicht vergessen. 5 Minuten. Dann klingelt der Wecker und dann ist gut. Kann ich vielleicht mit dem Raben vorfliegen? Dass der alleine hier in der Gegend rumguckt, um auszukundschaften? Ich glaube, das geht, ne? Sehr cool. Ein Grabstein. Okay. Da scheint zumindest der Vogel nichts zu triggern. Das ist schon mal gut. Dann bleibst du da vielleicht mal als... So. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte schon gerade, da ist jetzt irgendwas. Nein, es ist nur eine Truhe. Gut, das ist in Ordnung. Die nehmen wir mit. So. Yay. Ich glaube, die verfaulten Eier könnt ihr behalten. Ein Grabstein. The rock under your feet juts upwards, forming a perfectly engraved tombstone with a small epitaph. In memory of Myrna, a shining light in this dark world, may you forever gaze upon the lake you love to play in. Oh. Oh. Oh, sind wir Grabschänder? Ich hadere gerade mit mir selber. Es könnte was Nützliches As you dig, drin sein. You slowly expose the skeletal remains of a large dog wearing a chunky leather collar. Something's etched into this collar. Can't read it. Too bad. Okay. Ein Hundehalsband. Ob wir das unserem Kratzer anziehen können? Hundehalsband. Okay, wir können uns ein Hundehalsband anziehen.
Ja, vielleicht vermisst das ja irgendjemand, der außerhalb ist, als Andenken oder so. Weiß nicht. So. Euch packe ich mal wieder zusammen. Wo geht's hier weiter? Warte, hier habe ich doch gerade irgendwas. Ah, hello. Ein Pilz. Pilze sind wichtig. Wichtig und richtig. So. Okay, da ist noch einer. Und da unten. Wir nähern uns langsam. Da unten ist sehr viel Blut, okay. Bewegen wir uns vielleicht erstmal auf der Seite hier lang. Komme ich das noch ein? So. Und dann versetze ich alle in Schleichmodus. Long and low. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Alles gut, Luca. Das ist nur dein Futterwecker. Weißt du, kriegst gleich was. Ja. Aber ich sehe noch keine roten Flächen. Wo sind dann diese Eindringlinge? Hm. Bin ich mal gespannt. Mal gucken. Hier, so. Langsam. Oh, da vorne liegt noch ein... Okay, das ist ein Dunkelzwerg. Okay, passt. Ich dachte schon gerade, da liegt schon wieder... Hello. Oh, vielleicht hat er was dabei, was wir in seinem Verwandtschaftsding... Giftspore... okay. Zumindest die Sachen für einen Heiltrank. Das ist auch okay. Okay. Okay, okay, okay. Das nehmen wir mit. Und hier oben kommen wir, glaube ich, irgendwie wieder dahin zurück, wo wir hergekommen sind. Kann das sein? Ja. Okay. Okay. Da sind vermutlich die ganzen kaputten... Okay. Dann nehme ich hier mal mit. Ich kriege... ich schleiche, damit ich sehe, falls irgendwo ein Gegner in der Nähe ist, damit ich die... Weil es dann so schön rot leuchtet. Und ich dann Überraschungsangriffe habe, wenn ich es rechtzeitig genug sehe. Weil ich eine feige Sau bin. Ja, Luca, du kriegst gleich was. Alles gut, Katerchen. Katerchen wird gerade nervös, weil er jetzt tatsächlich Hunger kriegt. Oh. Doppelt gemoppelt hält besser. Okay. Gut, wir hätten einen kürzeren Weg nehmen können. So viel dazu. Und das heißt... sagen wir, ich sag jetzt gerade der Lady noch Bescheid, dass ihr, dass wir ihren werten Gatten gefunden haben. Und danach würde ich ganz kurz Pause machen, um dem armen, verhungerten Kater vor seinem elendigen Tod zu retten. Nee? Luca. Achso, jetzt brauche ich ja nicht mehr schleichen, ne? Hier ist es ja egal. Hm? Magst du Hallo sagen, Luca? So, gibt's einmal Luca-Cam? Seegrotte. Ja, hi. Well? Ja, ist er noch... Dead? Worthless old fool. He had one bleeding job. Aha. Zwischen euch herrscht wohl keine große Liebe. Wo das nun geklärt ist, was habt ihr unten... Was macht ihr unten wirklich? Love. Nee. Never heard of it. Balin was a rotten old bastard. Treated me like an old shoe for 70 years before his mind started to go. Softened him up. Made him realize how much he needed me. Losing his mind was the only good he ever did by me. Okay. Ja, wo das nun geklärt ist? Noble stock. Valuable mushroom. We've a shop in Baldur's Gate. The locals go mad for it. Not no more, though. Okay. Luca möchte sich nicht zeigen gerade. Möchte nicht in die Kamera. Warum ist dieser Pilz denn so kostbar? I've yet met an ailment it couldn't help. Baldness, blindness, poison, piles.
And best of all, it cures my dangerously underweight purse. Okay, gut. I'll find my way out. No point hanging around this den of misery. Naja, so viel dazu. Quest abgeschlossen, sehr schön. Gut. Können wir das dem da auch sagen? Oh. Verzeihung, ich habe vergessen, was zu aktivieren. Naja. Bitte einmal auf die Mitte. Waiting for Master. Okay, er sagt nichts weiter dazu. Weil vielleicht kannst du mir sagen, wie lange das... Achso, das sind die Hastings-Emporen. Weil mein Plan wäre es, eigentlich diese beiden Quests hier unten in Kombination zu machen. Weil ich gehe mal davon aus, dass das Gnomen retten gleichzeitig auch mit den Eindrilligen besiegen zu tun hat. Und ich dachte mal, dass das noch so eine halbe bis dreiviertel Stunde, denke ich, in Anspruch nimmt. Und dann, nach dem Kampf, sind wir sowieso so angedötscht, dass wir ins Lager müssen. Und da hätte ich dann vermutlich Schluss gemacht. Die Schmiede dauert ewig. Das heißt, ich komme mit meiner Dreiviertelstunde nicht hin, vermute ich mal. Jein. Jein ist jetzt nicht so hilfreich gerade. Also die Eindringlinge gehen. Ja gut, die Schmiede selber würde ich jetzt auch nicht komplett machen. Es geht vor allem jetzt erstmal Eindringlinge wegmachen, weil dann muss ich sowieso vermutlich erstmal heilen. Ich glaube, der eine Kampf war tatsächlich einfach nur dummes Glück. Okay, also mein Ziel für heute jetzt noch ist, die Eindringlinge besiegen und dann vermutlich sowieso Lagerpause machen. Sonst wird Zeug, was hier rumliegt, was hier gar nicht hingehört. So. Das sind zwei Quests, nur da wechselt sozusagen das Gebiet. Das kostet dich bestimmt ein bisschen Zeit. Oh, okay, gut, dann komme ich vielleicht mit der Dreiviertelstunde alleine schon mit dem Kampf hin. Wobei, ich werde besser. Ich habe das Gefühl, im Kampf besser zu werden. Bisschen jedenfalls. So. Wir müssen hier unten lang. Achso. Hier links entlang, oder? Wenn ich es richtig im Kopf habe, müsste das die korrekte Stelle sein, um hier wieder runter zu klettern, ne? Knapp daneben auch vorbei. Das ist die andere Stelle. Weil theoretisch kann man hier auch... Oh, hier kann man auch lang gehen. Müsste aufs Gleiche rauskommen, glaube ich. Habe ich hier eigentlich noch Krimskrams rumliegen? Nee, der ist despawned. Okay. Ja, ich vermute mal, dass man hier auch hinkommt. Nutze ich den Weg hier. Nehme das da gleich noch mit. Ihr schafft es bitte, nirgendwo reinzulaufen. Oh. Kriegen wir es hin, hier hinzulaufen, ohne diese Dinger zu triggern? Nein! Gut, nein, kriegen wir nicht hin. Jetzt ist sie sowieso durchgedreht. Aber hey, ich bin wenigstens nicht mit allen reingelaufen. Na gut. So geht's auch. So. Die nehmen wir mit. Schriftrolle. Ach, das ist das Gelächter, was unser lieber Magier auch hat. Dann packen wir euch wieder zusammen. Packen wir euch wieder zusammen. Jetzt. Und gehen hier unten lang. Oh. Ja, hier liegen noch ein paar Leute, die wir looten können. Ich hoffe, sie haben etwas Sinnvolles dabei. Oder auch nicht. Na, wenigstens ein Kupfer. Wenigstens Zeug zum Verkaufen. Wergar versus Myconids. Looks like they slaughtered each other. Ja, so schaut's aus. Ach du Schande. Eispfeil. Du warst das doch mit den Pfeilen. Ah, das ist ein stinknormaler Langbogen, ne?
Ich muss die Sachen, glaube ich, langsam mal auf andere Leute verteilen. Das wird unsere Route nämlich ein bisschen voll. Na, eigentlich ist sie das schon. Zup. Nein. So viel dazu. Here goes. Na, jetzt. Hier nochmal. Hier sehe ich bis jetzt noch nichts. Das können wir noch mitnehmen. Oh, da ist noch ein Toter. Wir hangeln uns langsam aber sicher voran. Komm, Lagervorräte, du kannst auch was tragen. Oh, die Dinger sind schon 30 Gold wert. Den Humpen kannst du behalten, Junge. Langsam, glaube ich, nehme ich wieder die Taktik. What's this? Ein Pilz. Heruntergekommenes Dorf. Okay. Ist hier hinten irgendwas Interessantes? Ein Pilz. Oh, da fällt mir gerade ein. Wir erleuchten unsere Kara wieder. Damit wir wenigstens sehen, wo wir hindappeln. Ja, nee, du kannst das Feuer jetzt nicht mehr runterdrehen. Das ist abgelaufen. Okay, wir haben hier zwei Wege, wenn ich das richtig sehe. Okay. Ui. Das geht ja tatsächlich. Mal von oben ein bisschen drauf gucken. Looks abandoned. Ja, ich glaube irgendwie nicht, dass das so... Oh, nein. Ich möchte zur Karte. Genau, und da kommen wir dann zum Kreis, wo wir eh gerade eben gewesen sind. Okay. Sehr schön. Da verbinden sich die Wege. Wo geht's hier lang? Hier geht's weiter runter. Oh. Ah, okay. Okay. Uiuiui. Ach du meine Güte. Das ist ein bisschen gruselig hier. Ah, und von da wären wir sonst gekommen. Das heißt, das hier ist der Platz, wo wir jetzt gelandet wären. Na, ja. Und da vorne ist unser Missionsziel. So. Ich hoffe mal, das sind immer noch unsere lieben, gutartigen Sporen von unseren Freunden. Okay. Hier ist ein Schmiederest. Erstmal in die Wand reinglitschen. Hier unten ist aber nichts, wo wir hin könnten. Okay. Nee. Bleibt mal bitte da stehen. Ihr habt doch gerade gesehen, das Tagebuch aktualisiert. Don't tell. Whisper mode. Okay. Oh, wait. Kann das sein, dass das ein Kumpel ist? Dass der gutartig ist? Dass der nicht böse ist hier? Oder ist das ein Feind? Ich glaube, ich lasse sie vielleicht mal ganz kurz vorgehen alleine. Oder vorschleichen, besser gesagt. So. Okay, wir sind dadurch. What? Ah. Jack! Got someone sneaking up on us! Beschwichtigen, die Hände hochhalten. Hi. Ich weiß jetzt nicht so ganz genau. Got ourselves an infiltrator. You move pretty quietly. Not quietly enough for my liking, though. Noise gets you eaten down here. Reckon I'll hush you before something hungry comes along. His gnarled fist grips an axe. Okay, ich hätte euch töten können, bevor ihr mich auch nur bemerkt hättet. Ganz ruhig, überzeugen.
Ich kann diskret sein. Kein Grund zum Blutvergießen. Einschüchtern. Zurück, sonst blutet ihr. Oder Rainer Barbar wagt es nur, mal sehen, wer danach still ist. Ich probiere es mit Einschüchtern. Ich weiß jetzt nicht, wer das ist. Also. Na also. Fine. I'll let you live. But spoil my hunt and you're dead. Was macht ihr hier? Told you. Hunting. Slave ran away. Took Sergeant Thryn's boots. Gotta kill the slave and fetch back the leather. Or the bosses in Moonrise will have Thryn's hide. Okay, vielleicht kann ich helfen. Ja, ich hab sie bei mir. Ich helfe keinen Sklaventreiber. Habt ihr wirklich jemanden wegen eines paar Stiefels getötet? Ich bin spöttisch. Sergeant told me to. Besides, we're talking about a slave. Nee, in dem Fall, ich helfe keinen Sklaventreiber. Luca. Roast and eat it. Okay, gut. So viel dazu. Da fängt der Kampf doch an. Ich hätte ihm tatsächlich die Stiefel geben können. Naja, eher nicht so. Klitzekleinen Moment, ich muss die Katze kurz vom Tresen runterholen. Jetzt werde ich auch noch angemault. Aber nie helfen, ich habe gar nichts gemacht. Manchmal ist dieser Kater echt frech. Nee. Wieder richtig hinsetzen hier. Einmal an den Schreibtisch ranziehen. Und dann schauen wir mal, dass wir diese Herrschaften hier besiegen. Das sind 1, 2, 3, 4 Herrschaften. Okay. Du fängst an, lieber Rabe. Zerreißender Blick. Ergreift die Kreatur an, um die Kreatur zu blenden. Zielpunkt nicht erreichbar. Okay. Reine Bewegungsaktion. Ich kann hinfliegen. Und kann dir jetzt die Augen ab. Oh, verdammt. War ein Versuch wert. Dann bringen wir dich immer wieder ein Stückchen wieder zurück. Gut, okay, das war's mit dem Raben. Na gut. Du kannst aber... Was kannst du denn Feines machen? Du kannst doch dieses Schallding. Immerhin 14 Punkte. Das ist ein Nahkampfangriff bis zur langen Rast. Okay. Gehen wir mal ein Stückchen hier hin und machen den nächsten. Ach du meine Güte, da unten ist der. Gut, so viel dazu. Dann gehst du mal bitte hier unten aus dem Feuer raus. Was hast du denn Feines? 3 bis 22. Haben die irgendwelche Resistenzen oder so? Machen wir mal eine Untersuchung. Hallo, lieber Herr. Giftresistenz, gut zu wissen. Dann brauche ich den Giftfall nicht benutzen. Okay, Rüstungsklasse 13. Das heißt aber, ich komme vielleicht mit Kälte gut an ihn dran. Ach, das ist Säure, kein Gift. Okay. Ich glaube, ich versuche mal. Was ist das hier? Oh, ich kann hier ganz schön viele Sachen kaputt machen. Ah, sehr schön. So. Einmal beenden. Du. Was machst du denn?
Spiel? Konzentration, Unsichtbarkeit. Beendest du deinen Zug? Oder noch. Ah! Okay, er ist vermutlich noch gelaufen. Ist jetzt einfach mal. Hm? Geh mal davon aus. Wir haben jetzt gerade alles zur Verfügung. Du hast immer noch volles Leben. Schwieriges Gelände. Du hast nicht so viel. Okay. Alles gut. Ich hoffe einfach, dass die Arbeit nicht ganz so stressig ist. So, dann kriegst du mal das Schildchen. Und wir machen den nächsten Kampf. Tot. Okay. Dein Zug, Karlach. Einmal bitte den hier. Kampfrausch. Und. Ah, das ist eine Bonusaktion. Okay. Das heißt, das kann ich aber nächste Runde hoffentlich machen. Das heißt, ich hau dir jetzt einfach mal da voll einer auf die Klöten. Sehr schön. Ja, ich sag dir Bescheid, wenn ich fertig bin mit Stream. So. Das läuft schon mal sehr gut. Ja. Hi. Liebe Herrschaften, na kommt zu Karlach. Karlach möchte gerne mit euch spielen. Okay. Gut, du solltest vielleicht auch mal hier aus dem Feuer rausgehen. Dann kriegt... Wobei, das Ding macht 3 bis 24 Schaden. Hinterhältiger Angriff 7 bis 24. Okay, bewirkt zusätzlichen Schaden gegen Gegnern, die du im Vorteil bist. Sehr schön. Gut, damit hat das Kerlchen sich auch erledigt. Sehr schön. Ah, du hast aber nirgendwo Untote. Beseitigen, ne? Ja. Dann drehst du dich mal in diese Richtung, damit du auch siehst, was du tust. Und du? Wer hatte denn das mit den Untoten? Nee, das macht Schallschaden. Dennoch halben Schaden. Magische Hand. Schlafen. Wie schaut's denn aus? Hm. Und ich hier hinten an den Pappenheimer dran. Ziel außer Sichtweite und eine Magierrüstung. Okay. Ich möchte jetzt meine Lady nicht unbedingt. Ah. Dann gehst du jetzt hier hin und versteckst dich. So. Naja, da ist noch jemand versteckt, ich weiß schon. Werfen auf Karlach. Ja, ich sehe sie da unten. So. Du gesellst dich. Ne, du bleibst mal hier. Du hilfst nämlich mit Untote antreiben. Müsste ja. Bete um alle Untoten, die sich sehen können, zu übertreiben. Die dich sehen können, okay. Das heißt, ich müsste mich hier hinstellen. Vertrieben. Sehr schön. Das ist doch... So. Na, du läufst... Ach komm, ich wollte mich gerade hinter dir anschleichen, du Arschkratze. Rettungswurf gelungen. Ach, du kletterst wieder nach oben. Okay, okay. Mein Zug. Ich hab doch hier durchbohren... Hier, Spalten. So. Da
Das hat nicht so viel Schaden gemacht, wie ich gehofft hatte irgendwie. Ja, yeah, aber du stehst gut hier als Mauer. Oh. Okay. Theoretisch müssten die ja umfallen, sobald... So. Für dich gilt das Gleiche. Aktion. Yes, here. Ja. Ich hoffe einfach mal, dass er jetzt nicht um die Ecke kommt. Mal gucken, ob ich das hinkrieg. Also du vielleicht einen kleinen Überraschungswurf kriegst. Wenn ich dich... Treffe ich dich von hier aus? 90 Vorteil, sehr schön. Na, was macht denn mehr Schaden? Dann nehmen wir vielleicht besser das Zerbersten. Ah, das gibt keinen Vorteil, okay. Das auch nicht. Mhm. 8 bis 20. Okay, das Ding schießt von oben drauf. Einmal oben drüber. Aber das macht auch keinen. Ach, wobei, mit ihm ist der Bonus, glaube ich, nicht so wichtig. Gucken, habe ich einen Tod kriegen? Nicht so ganz. Okay. Der hat ja richtig. 43 Magier. Okay. Du bist jetzt nicht mehr versteckt, das ist in Ordnung. Okay. Ja, ich hoffe einfach mal, dass du hier oben zur guten dazukommst. Dicken Bluten. Das heißt, ich könnte. Wir holen mal eine Axt mit dazu. Und hier sind noch 3 Stück. Hi, Luca. Haben wir nicht irgendwas, was vielleicht auch drumherum Probleme macht? Nee, das macht nicht so wirklich das, was ich meinte. Spurlos gehen. Okay. Das habe ich irgendwie zwischendurch gar nicht mitgekriegt. Level 46. Ich glaube, wir probieren es damit einfach mal. Okay, wir haben schon mal einen weniger, das ist gut. Blindheit auf Gale, das ist okay. Das ist meinetwegen in Ordnung. Derweil... Wie viele stehen denn hier noch? Hier sind immer noch 2 Fuzzis. Kann ich? Ah, ich brauche eine kurze Rast, um das nochmal machen zu können. Okay. Na, das lohnt sich ja jetzt nicht wirklich, das damit drauf zu hauen, oder? Vielleicht kann ich so sogar normal Stabby-Stabby machen. Ja. Wir können einfach normal Stabby-Stabby machen. Das ist in Ordnung. Mal gucken, ob das vielleicht auch reicht, ihn da... Gut, wir hätten es vielleicht andersrum machen sollen. Nein. Ja, so viel dazu. Ich bin jetzt schon richtig Vollprofi hier. So. Na gut. Karlach tut das zum Glück nicht so schlimm. Okay. Du siehst uns leider. Das ist doof. Das heißt, du kriegst jetzt eine wunderschöne Schallkugel ab. Oh, fehlgeschlagen. Hey, ich habe immer noch einen Nahkampfangriff. Ich kann dich pieksen. Und dann kann ich davonrennen. Mit einem Schild. Haha. Oh, jetzt kann ich mich nicht mehr umdrehen. Okay, was ist dazu? So, jetzt können wir gucken, dass wir irgendwas mit viel Schaden auf ihn schmeißen. Hey Luca, magst du wieder runter? Wir nehmen das da. Und hauen ihn das jetzt auch mal. Luca, das klappt nicht. Beste meine Beleuchtung bitte in Ruhe. Vielen Dank. Na komm hier. So.
Okay, wir haben sonst nichts mehr, was wir tun können. Das ist in Ordnung. Da kommt der Große. Und das ist auch in Ordnung. Der kommt hoffentlich zu Karlach rauf. Kritischer Fehlschlag, das ist sehr gut. So, die Waffe. Haut jetzt mal auf den da drauf. Genau. Wobei, die bleibt vielleicht mal hier oben erstmal. So, was kannst du denn? Du könntest Stufe 2 gleißend. Hast du noch was anderes, was mehr Schaden macht? Ich muss die Dinger mal gescheit sortieren, dass ich besser sehen kann, was viel Schaden macht und was wenig Schaden macht. Gescheite Waffe hat die Dame ja nicht. Das heißt, mit dem lenkenden Geschoss bin ich eigentlich schon ganz gut beisammen, ne? Ja. Hier machen wir mal nur einen Einser. Ach so. Hä? Hier steht ja noch einer. Kann ich mich vielleicht in den Kram hinstellen? Jetzt mit einem heiligen Geschoss von oben. Warum ist der denn ein Nachteil? Ach so, weil bedroht. Okay, das ist in Ordnung. So, dann macht sie ein Schildchen. Ja, wobei das Schildchen lassen wir jetzt erstmal stecken. Also so viele Punkte hat sie wieder nicht. Ja, jetzt ist Gale auch noch blind. Schön. Was hat das denn gerade für eine Aktion? Läuft hin, um dann wegzuspringen. Okay. Interessante KI-Taktiken. Aber gut. Das lohnt sich jetzt gerade so. Wobei, das kann die Klinge hier unten gleich machen. Den letzten Lebenspunkt aushauchen. Was ich aber machen kann, ist dem Kerlchen auf den Kopf springen. Oh. Wenn man die richtige Ding nimmt, dann gehe ich wieder nach oben. Ach, verdammt. Ups. Darf ich jetzt nach oben gehen? Vielen Dank. Stehen wir hier eigentlich im Weg, dass der vielleicht nicht hoch kann? Vertrieben. Oh. Du kommst wieder nach oben. Okay. Alles Klärchen. Du hast kein Schild mehr, aber wir können immer noch auf den guten Idioten hier schießen. Ah, hinterhältiger Fernkampf. Gegen das Ziel sein. Kann ich? Der hat sich doch jetzt. Weil er einfach strunzendumm ist und mir wieder den Rücken zugedreht hat. Ja, sehr schön. So. Gucken. Ah, okay. Aber dann können die Herrschaften nämlich hier hingehen und von hinten drauf schießen. Nice. So, du gehst bitte auch wieder in den Crouch rein. Dann machst du ein. Ah, okay, das ist eine Aktion. Kommt. Gut. Passt. Dann kommt mal hierher. Weil von euch beiden weiß jetzt gerade keiner. Freundlicherweise. Du Kampfarsch. Okay, ja, habe ich mir fast gedacht. Da schreien sich mal wieder zwei Barbaren an. Ja. Schön, es hat sich jetzt alles hier. Was machst du? Au. Ja, gut, so viel dazu. Die Klinge. Wir haben einen mit nur einem. Was ist mit dem hier? 15. Wie viel Schaden macht der eigentlich? 6 bis 13. Blutet aber für 2 Züge. Na komm, hauen wir den da weg. Dann ist der wenigstens herum. So. Und du darfst jetzt 4 bis 24. Das lohnt sich halt tatsächlich trotzdem. Der Novice hat eh nicht mehr viel. Versuchen wir den da vielleicht wegzuhauen. Oh, der hat sich erledigt. Ich glaube, Karlach kriegt das auch so hin, würde ich mal sagen. So. Und du hast ihm jetzt einen
7 bis 20. 7 bis 20 mit Feuer oder Feuer und Bluten. Du bist bei den nächsten Zügen beim Angriffs im Boden. Okay. Quatsch. So, das funktioniert. Das läuft doch hier inzwischen recht einwandfrei, ne? Ups. Gehen wir mal hierher erstmal. Kriegen wir dich von hier aus erreicht? Ah, okay, er sieht dich. Naja, gut. So viel dazu, aber das bringt ihm, glaube ich, jetzt herzlich wenig. Okay. Dann erledigt sich das sowieso hier. Dann gehen wir mal hierher. Zühl zu weit entfernt, okay. Feuerschaden. Er wäre als nächstes dran. Kriege ich ihn denn? Ziel zu weit entfernt. Okay. Die Reichweite ist jetzt nicht so prickelnd. Mal ein Stückchen näher dran. Vielleicht geht es so besser. Ne, die Magierhand bringt mir natürlich nicht so viel. Ziel zu weit entfernt. Verdammt. Reicht es denn jetzt dafür wenigstens? Nein. Okay. Gut, der hat noch 5 Lebenspunkte. Meinetwegen. Probieren wir es mal so. Ich glaube, Karlach schafft das schon. Wenn es nicht jetzt gleich die Klinge erledigt. Ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt... Yay. So. Aber wir haben es fast geschafft. Mit was hauen wir dich denn jetzt? Pulsstopper. 3 bis... 1 bis 10. 3 bis 8. 3 bis 6. Wir hauen... Brusttrauma. Verliert eine Aktion. Probieren wir es einfach mal. Wenn wir ihn nicht einfach schon damit platzen. Okay. Gut. Das hat erstaunlich gut funktioniert. Muss ich zugeben. Vielleicht werde ich wirklich besser. Okay, gerade nichts. Gut. Dann wollen wir doch mal sehen, was wir hier so alles haben. Wiederbelebte Leiche. Okay, du hast nichts drin. Du hast auch nichts drin. Du hast nichts drin. 5 bis 16? Ach so, weil ich besser geworden bin. Naja gut, immerhin verkaufen kann man sie. Hier haben wir noch eine Leiche. Die hat natürlich auch nichts drin. Hingerichteter Tiefenblum. Nein, nein, bleib hier oben, bleib hier oben. Ja, ach so, die liegen da unten. Ups. Ups. War ich das? Großes Upsi. Ja gut, ist schon wieder schwere Rüstung. Ich brauche jemanden, der schwere Rüstung tragen kann. Also im Moment lohnen sich die Sachen. Okay, hier ist noch ein Wurfspeer, den nehmen wir noch mit zum Verkaufen. Weil dann nutze ich nämlich die Zwischenzeit morgen einfach mal, um die Taschen mal wieder auszulernen und auch die Allgemeintruhe. So. Den Herrn hier haben wir noch zum Auslernen. Hello. Und dann gehen wir einfach ins Lager, schlicht und ergreifend, weil ich keine Magiepunkte mehr. Was hast du feines? Schrott. Okay, cool. Ganz viel Schrott. Verblichenes Logbuch. Okay, lesen wir einmal kurz noch. Auf der Innenseite des Buchdeckels steht Höhlenwärter Merna. Die Seiten sind mit sauberen Berechnungen, Ausrüstungsverzeichnissen, Expeditionsnotizen beschrieben. Letzter Eintrag. Expedition Nummer 42. Zurück nach 10 Tag in nördlichem Quadrant. 2 potenzielle Minen gesperrt. Ada von Arandur entdeckt. Velso hat tolle Arbeit geleistet, Schichten organisiert und die erste Grabung geleitet. Bruder oder nicht, er wird einst ein verzüglicher Höhlenwärter. Doch er muss sein Temperament zügeln und üben, den Stein zu lesen. Manchmal ist er blind wie ein Oberflächler. Ich werde ihn später zum Üben mit den anderen, mit den Schwarzsee nehmen. Mit an den Schwarzsee nehmen. Okay. Naja. Nehmen wir trotzdem mal mit. Der Gute ist leer.
Oh, und da ist der letzte, der noch fehlt. Einmal fertig looten. Nicht, dass der noch irgendwas Interessantes in der Tasche hat. Oh. Oh. Nice. Sehr nice. Gleißendes Ungeziefer bewirkt zusätzlich 1 bis 6 Feuerschaden bei Pflanzen, Insekten und kleinen Kreaturen. Okay, cool. So, ist hier noch irgendetwas, was relevant ist? Es sieht nicht danach aus. Das heißt, von hier sind wir, glaube ich, sind wir von hier gekommen? Eieiei. Wir haben den Kampf geschafft. Das heißt, ich würde mich jetzt zurück in... Achso, hier liegt eine Schaufel. Okay, gut, die brauchen wir jetzt nicht zwangsläufig. Wir stellen uns hier einfach mal schön ins... Was habe ich gerade getan? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Wird hoffentlich nichts Schlimmes gewesen sein. So. Das heißt, ich bewege mich jetzt... Wo ist denn der nächste... Punkt zum... Wir sind da unten. Ich würde sagen, ich gehe ins Lager, sortiere meine Sachen und das nächste Mal sehen wir uns vermutlich hier oben wieder, weil ich dann noch ein paar Sachen verkaufen würde. Und dafür muss ich ja hier irgendwo hinporten. Und dann können wir hier runtergehen und hoffentlich die Herrschaften hier dann unten retten. So. Das heißt, wir begeben uns jetzt schön zum Lager. Weil ich kann die Sachen, glaube ich, auch einem in die Tasche geben und auf dem Rückweg dann eben schnell verkaufen. Ja, mal schauen, wie rum ich es mache. Es drängt ja nichts. So, ist noch jemand hier, der mit uns reden möchte? Nein? Okay, gut. Passt. Warte mal, habe ich heute mit dir schon geredet? Nein? Passt. Das machen wir zum Abschluss. Ganz wichtig noch, streichelt eure Haustiere. So. Genau. Sehr schön. Happy Kratzer. Uiuiui, sehe ich aus. Naja,